Die aktuellste Information aus unserer Welt, aus der Finanzwelt und vor allem aus dem Edelmetallsektor haben wir heute wieder für Sie in unseren Breaking News zusammengefasst. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und sich mit unseren alternativen Informationen beschäftigen und sich nicht nur vom Mainstream berieseln lassen. Bleiben Sie unbedingt bis zum Ende dran. Wir haben viele tolle und spannende Nachrichten. Zum ersten beginnen wir doch mal mit dem bekanntesten Thema, gerade in Deutschland, im Inland. Sie haben es vielleicht mitbekommen, die Großdemo wurde am Mittwochmittag von den Versammlungsbehörden in Berlin abgesagt. Und zwar hat uns jetzt gerade vor einer Minute eine spannende Information erhascht. Und zwar soll laut dem Berliner Verwaltungsgericht das Demonstrationsverbot doch gekippt werden, nachdem die größte deutsche Zeitung, und zwar die Bild, Sie wissen ja, ich bin nicht unbedingt der riesige Freund dieses Mediums, allerdings hat die Bild sich dafür eingesetzt, dass die Demonstrationen trotzdem stattfinden dürfen. Und zwar, Sie wissen selbst, in unseren Grundrechten ist die Demonstrations- und die Redefreiheit verankert. Und das wollten uns die Versammlungsbehörden in Berlin nehmen, nachdem das Volk mittlerweile in Deutschland gespalten ist. Wir haben nur noch die Corona-Feinde und die Corona-Befürworter. Lässt sich natürlich sehr, sehr einfach kommentieren bzw. auch regieren, und ein gespaltenes Volk ist, es ist nun mal so, das hat Orwell auch 84 schon gesagt, ist viel einfacher zu regieren als ein Volk, das sich einig ist. Und die Polizei spricht mittlerweile auch schon über 30.000 Demonstranten, die es letztes Mal waren. Die alternativen Medien reden eher über 800.000 bis 1,2 Millionen. Wenn die Wahrheit in der Mitte liegt, dann haben die Mainstream-Medien auf jeden Fall deutlich und flächendeckend gelogen. Trotzdem soll die Demonstration stattfinden. Wir haben viele Anhänger unserer Zuschauer, die auch schon in den letzten Videos geschrieben haben, sie kommen nach Berlin, sie möchten für ihre Freiheit einstehen, sie möchten gegen die Richtlinien der Corona-Pandemie, die von unseren Regierungen teilweise willkürlich aufgesetzt wurden, demonstrieren gehen. Ich kann das nur befürworten, stehen Sie für Ihre Freiheit ein, liebe Zuschauer. Was bedeutet das für uns? Keine Maske, kein Abstand, keine Grundrechte mehr? Ist es das, was die Regierung der Bundesrepublik will? Möchten Sie uns wirklich in eine Art Diktatur drängen? Die Kanzlerin Merkel will Großversammlungen bis zum 31. Dezember verbieten lassen. Auf welchen Zahlen, Fakten und Basen? Natürlich werden momentan wieder verhäufter Tests gemacht, aufgrund dessen, dass viele Rückreisende außerhalb der Europäischen Union, aber auch aus EU-Ländern wieder zurückkommen, steigen natürlich die Anzahl der Tests, somit steigt die Anzahl der Fälle. Und damit kann man das Ganze medial wieder schön breitreden. Maskenverweigerer sollen nun 50 Euro Bußgeld bundesweit bezahlen. Also das ist eine Bundesebene, die sozusagen hier entsprechend entschieden werden soll. Und ab dem 5. Tag der Rückkehr nach ihrem Urlaub dürfen Sie frühestens den Test machen, sodass Sie dann aus der Quarantäne frühzeitig entlassen werden dürfen. Das gilt ab Oktober. Das bedeutet für Sie, wenn Sie in den Urlaub fliegen, 5 Tage Quarantäne sind Pflicht in einem Risikoland per Definition. Derzeit sind aber keine weiteren Öffnungsschritte geplant, nachdem es ja viele Lockerungen gab. Und es ist eben momentan einfach nicht zu rechtfertigen anhand der Fallzahlen, liebe Zuschauer. Die Bußgelder und die Auflagen sollen weiter in die Höhe steigen. Man hat ja entsprechend hohe Einbußen durch die fehlenden Steuereinnahmen aufgrund großer und vielleicht auch falscher Maßnahmen, die seitens der Regierung ergriffen wurden. Viele Unternehmen, die in die Insolvenz laufen, tragen eben nicht mehr als Steuerzahler zum System bei. Und das Geld muss man sich jetzt auf Umwegen holen. In der Welt ist auch einiges los zwischen China und USA. Die Spannungen verfolgen wir schon seit einigen Monaten auf unserem YouTube-Kanal. In Peking war es so, dass ein US-Aufklärungsflugzeug aufgestiegen ist, um sich gegen die Chinesen aufzubäumen, nachdem die Chinesen 2 Raketen ins südchinesische Meer abgeschossen haben, als Symbol der Machtdemonstration gegenüber den Amerikanern. Indische Händler haben Amazon verklagt aufgrund unlauterer Geschäftspraktiken. Finde ich auch sehr spannend, diese Aussage. Denn Amazon, die ja in Deutschland oder auch im Rest der Welt kaum noch wegzudenken sind, möchten in Indien jetzt stark Fuß fassen. Und die Inder sind vielleicht nicht so amerikanisch und hoheitshörig wie der Rest der Welt, beziehungsweise lassen sich nicht von einem amerikanischen Konzern so einfach beeinflussen. Hier gibt es schon seit langen Monaten immer wieder Rechtsstreite, dass man eben Amazon aus diesem Markt raushalten will. Aber mit den Kapitalreserven und dem Privatvermögen, das auch Jeff Bezos sich in den letzten Monaten und vor allem während der Krise aufgebaut hat, dürfte es schwer werden, hier zu gewinnen. Ich schätze, Amazon wird sich auch hier durchsetzen. Dann hat sich Jerome Powell, der aktuelle Fed-Chef, mit einem neuen Inflationsziel geäußert. Und zwar soll die Preissteigerungsrate bzw. das Inflationsziel auf 2% pro Jahr angepeilt werden. Und das stützt unserer Meinung nach auch die Aktienmärkte, gerade am europäischen Markt. Also bleibt spannend, hier abzuwarten. Die Amerikaner möchten, nachdem sie hohe Arbeitslosenzahlen haben und auch miserable Zahlen zur Quartalsentwicklung jetzt seit Corona,
entsprechend reagieren, indem man die Inflationsrate ein Stück weit stabilisiert. Dann reden wir über die Finanz- und die Wirtschaftswelt. Was passiert global gesehen? Erschreckend ist natürlich, dass die Konjunkturen weltweit in vielen Ländern eingebrochen sind. Australien beispielsweise ist uns schon ein Stück weit voraus. Aber auch in Deutschland sinken die Steuereinnahmen und in den Staaten schwimmen mittlerweile die Fälle davon. Man hat aus Rücklagen gezerrt bzw. ausgedrucktem Geld. Und Sie wissen, wie es ist, wenn man Geld druckt, das dann auch in Bewegung kommt, erzeugt man Inflation. In Deutschland befindet sich jetzt nachweislich in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und Grund sind natürlich auch hierfür wieder die Maßnahmen, die unsere Regierungen getätigt haben. Ob sie überzogen waren oder nicht, das lasse ich jedem selbst. Das Bruttoinlandsprodukt ist um knapp 10%, exakt um 9,7% geschrumpft. Und zwar haben wir somit einen Rückgang seit dem Vorjahr jetzt bezogen auf die letzten 12 Monate von 11,7%. Auch sehr spannend, also 10% in einem Quartal Rückgang hatten wir, glaube ich, auch selten bzw. noch nie nach dem Zweiten Weltkrieg. Und im Inland ist es so, dass jetzt hier schon über höhere Zuschüsse gesprochen werden soll. Die Eltern sollen jetzt bei jedem kranken Kind 5 Tage mehr Zuschuss vom Staat bekommen. Also man geizt nicht mit Subventionen, auf der anderen Seite erhöht man aber dann die Kosten des Verwaltungstraktes, und zwar der Personalausweis soll ab dem kommenden Jahr 37 Euro und nicht mehr 28,80 Euro kosten. Irgendwoher müssen die Kosten ja gedeckt werden. Ob man es auf dem Weg tut, weiß ich nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Die Bundesagentur für Arbeit hat auch angekündigt, sie brauchen 10 Milliarden an Steuermitteln. Also auch hier drückt's und zwickt's. Die nächste Regierung kann einem jetzt schon leid tun. Das, was diese Regierung verbockt hat, wird so nicht mehr aufholbar sein. Wir werden einfach nur über einen Reset unseres Systems meiner Meinung nach dahin kommen. Deswegen immer dran denken, Gold und Silber, schützen Sie vor der Inflation, schützen Sie vor den Regierungsfehlern, denn dieses Geld hat über Jahrtausende die Dummheit der Politik und der Regierenden oder hat sie davor geschützt. Im Euroraum besonders spannend finde ich, dass ein EU-Handelskommissar, Phil Hogan heißt er, wegen einem Verstoß gegen die Corona-Richtlinien zurückgetreten wurde. Die EU kauft 336 Millionen pro forma, also für 336 Millionen Corona-Impfstoff pro forma, das sind insgesamt 300 Millionen Dosen. Und dieser Impfstoff ist nur ein potenzieller Impfstoff. Das Unternehmen, das diese liquiden Mittel erhält, nennt sich AstraZeneca. Ich kann Sie nur aufrufen, danach zu recherchieren, wer diese Inhaber des Unternehmens sind, wo das Geld wirklich hinfließt und wieso kauft man einen Impfstoff, der eventuell nur momentan Impfstoff sein könnte, also ein potenzieller Impfstoff. Sollte das Ganze nach hinten losgehen, sind 336 Millionen Steuergelder verbraten worden. Aber das kennen wir ja nicht anders. Ob jetzt hier eine Milliarde mehr oder weniger, stört, glaube ich, keinen. Die globale Sicht, liebe Zuschauer, in Frankreich sieht es noch deutlich drastischer aus als in Deutschland. Die Corona-Pandemie hat in Frankreich dazu geführt, dass wir 14% wirtschaftlichen Rückgang im Vergleich zum vorigen Quartal haben. Auch Polen sucht nach neuen Steuereinnahmen. In Polen hat der polnische Präsident Duda angekündigt, dass es eine Sondersteuer für ungesunde Getränke geben soll. Damit möchte man zum einen die Menschen animieren, mehr gesunde Produkte zu konsumieren, was ich potenziell sehr gut finde. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder ein Hilfeschrei nach mehr Steuereinnahmen. Wir werden noch sehr viele spannende und lustige Steuersätze in den nächsten Monaten und Jahren sehen, die dann einfach dazu beitragen sollen, das, was jetzt an den falschen Stellen seitens der EU, aber auch den Bunden oder dem Bund sozusagen ausgegeben wurde, wieder wettzumachen. Meine Prognose kennen Sie ja, das war's mit dem Euro. Der Euro ist aussichtslos und wir werden es nur über eine neue Währung und eine Restrukturierung auf eine Alternativwährung bzw. vielleicht sogar über eine goldgedeckte Währung schaffen. In Japan ist jetzt der am längste im Amt amtierende Ministerpräsident seines Landes seit 2012 zurückgetreten, aus gesundheitlichen Gründen. Wir können nur gute Besserung wünschen. Und Russland ist auch ganz spannend. Wir haben ja im letzten Breaking News Video berichtet, dass es einen Impfstoff seitens der Russen gibt, den aber die Bundesregierung anzweifelt. Also russische Impfstoffe nimmt man nicht so gerne. Man nimmt sie lieber aus amerikanischer Hand oder aus Hand von den Geldgebern der WHO und des Robert-Koch-Instituts. Trotzdem hat Russland angekündigt, sie möchten jetzt einen zweiten Impfstoff bis spätestens September an den Markt bringen. Vielleicht probieren es die Russen auf dem Weg, auch hier nochmal europäisch sozusagen subventioniert zu werden. Meine These ist ja erst Ende dieses Jahres, Mitte nächsten Jahres wird es einen Impfstoff geben, der uns dazu hilft, dass
die Maßnahmen, in dem Fall, wenn sie sich zu impfen lassen haben, sozusagen ein Stück weit reduziert werden. Ansonsten wird für sie der Gang ins Stadion, in den Urlaub oder sonstige öffentliche Einrichtungen immer schwerer. Die Regierungen sagen ja ganz klar, dass nur ein Impfstoff uns helfen kann. Wie gefährlich dieser Impfstoff, dieser RNA, dieser genmanipulierte Impfstoff sozusagen für den Körper ist, das werden wir dann erst sehen in 15 oder 20 Jahren, wenn dann die Spätfolgen kommen. Bis dahin amtiert auch keine Bundeskanzlerin mehr. Da habe ich große Hoffnung. Und dann ist es natürlich so, müssen Sie selbst damit klarkommen. Also überlegen Sie sich bitte, was Sie sich in Ihren eigenen Körper spritzen lassen. In den USA ist ja eine viel höhere Frequenz der Schlagzahl der Headlines, liebe Zuschauer. Und zwar haben Sie vielleicht mitbekommen, dass TikTok, ein neuer Dienst, der sozusagen von vielen Jugendlichen, aber auch älteren Menschen genutzt wurde, eine Art Alternative zu Instagram, aber aus China, die ja von Trump stark kritisiert wurde. Der Vorstand bzw. der Chef von TikTok ist zurückgetreten, Kevin Mayer, nachdem er deutlichen Druck der USA verspürt hat. Wir sind sehr gespannt, wann in den USA TikTok tatsächlich verboten wird. Trump hat es ja angekündigt, er wird alles dafür tun, TikTok zu verbieten. Und Trump hat sich nun auch in die Lage des Mittelmeerkonflikts zwischen den Griechen und den Türken eingeschaltet. Am Mittwoch gab es eine Telefonkonferenz zwischen Erdogan und dem griechischen Regierungschef Mitsotakis. Was hierbei herauskam, werden wir im nächsten Video spätestens auch aktualisieren. Liebe Zuschauer, Donald Trump hat angekündigt, was ja schon lange erwartet wurde. Er möchte als Präsidentschaftskandidat der Republikaner erneut kandidieren. Und er versprach in seiner Rede das, was er in der letzten Wahlperiode oder vor der letzten Wahlperiode schon groß breit getreten hat. Er wird die Mauer zu Mexiko fertigstellen. Und er hat auch angekündigt, dass Unternehmen, die ihr Jobs oder ihre Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, mit sogenannten Strafzöllen oder Strafsteuern besehen werden. Also auch hier heißt es immer America first. Die Strafen gegen China werden weiter verfolgt und verhärtet, aber die Folge, die wirtschaftliche Folge, die jetzt momentan die Zahlen zeigt, ist eine ganz andere. Die US-Wirtschaft hat rund 31,7% Rückgang laut dem Handelsministerium verzeichnet, was natürlich eine Hammernachricht ist. Ein Drittel der Wirtschaft, die weggebrochen ist seit der Pandemie, ob es jetzt an der Politik von Donald Trump liegt oder ob es an der Pandemie liegt, das lasse ich Ihnen selbst überlassen. Die Börsen haben jetzt mittlerweile schon Ängste eingepreist. Der zweite Lockdown naht, wie ich ja schon in einigen Videos berichtet habe. Die Schweizer Börse ist im Minus gestartet. Auch der DAX hat die historische Entscheidung von den US-Notenbanken bzw. der Fed mit mehr Spielraum beim Inflationsziel bereits verarbeitet und dürfte nach dem Wochenende die Kurse etwas fallen lassen. Das ist zumindest unsere Meinung, auch die asiatischen Märkte konsolidieren. Und der Nikkei hat anfänglich, nachdem er mit Gewinnen gestartet ist, auch in die Verlustzone gedreht. Also Sie sehen, das einzig Wahre, das sozusagen als wirkliches Krisengut oder als Krisensicherung dient, sind nach wie vor die Edelmetalle. Wie sieht es bei den Edelmetallen aus? Gold und Silber haben ein Ratio relativ stabil momentan von knapp 1 zu 70. In der letzten Woche waren wir bei 1 zu 72, jetzt sind wir bei 1 zu 71. Also der Goldpreis datiert im US-Dollar auf 1950 Dollar, was so viel wie 1638 Euro entspricht. Auch im Silber sind wir momentan bei 23 Euro. Wir sehen hier auch zeitnah auf US-Dollar-Basis sind wir momentan bei 27, 42 Dollar. Und wir sehen hier eben zeitnah auch die 30-Dollar-Marke, die geknackt werden dürfte, die dann deutliche weitere Kaufsignale nach oben Richtung 50 Dollar mit sich bringt. Es bleibt spannend. Viele Analysten erwarten jetzt nach der Konsolidierung einen weiteren zweiten Anstieg, ebenfalls unsere Hausmeinung. Hierzu haben wir am Donnerstag ein tolles Video mit dem Dimitri Speck gedreht. Gerne mal reinschauen. Hier reden wir über die Risiken einer Hyperinflation, die eventuell im nächsten Jahr drohen, und aber auch über ein potenzielles Goldverbot bzw. die weitere Entwicklung der Märkte. Also unbedingt ansehen. Bitte geben Sie uns gerne einen Daumen hoch für das Video. Und ich möchte Sie nochmal daran erinnern, am 2.9. um 19 Uhr, wenn wir mit einem neuen Live-Video an den Start gehen, Sie dürfen mir tolle und viele zahlreiche Fragen stellen. Ich werde versuchen, Ihnen so gut es geht Rede und Antwort zu stehen. Und das Highlight in diesem Video wird, wir werden drei Sonderangebote zu speziellen Produkten nur in diesem Videozeitraum von knapp einer halben Stunde preisgeben, sodass Sie dann im Onlineshop bei uns auch eventuell zuschlagen können, wenn Sie von günstigen Preisen profitieren möchten. Ich würde mich freuen, wenn wir Sie bald wiedersehen. Abonnieren Sie den YouTube-Kanal und schreiben Sie gerne hier unten rein, wie Ihnen das Video gefallen hat. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Und viel Spaß beim Spaziergang oder bei der Demonstration in Berlin. Bitte kämpfen Sie für unsere Freiheit. Ich freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.